Well, it's a privilege to be here this morning. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein heute Morgen. Actually, my wife and I, we are on sabbatical for 25 years of pastoring. So, ich und meine Frau, wir sind gerade im Sabbatical, nachdem wir 25 Jahre Pastoren gewesen sind. And also 35 years of marriage. Und auch nachdem wir 35 Jahre verheiratet sind bereits. She's absolutely amazing. She's the better half. I'm married up. Es ist wirklich großartig. Sie ist der bessere Teil, die bessere Hälfte. Ich habe definitiv nach oben geheiratet. So, just a little bit of background. Life Church started in Cape Town. So, dass ihr ein bisschen Hintergrund habt. Wir haben die Life Church gegründet in Cape Town. 20 years ago, we planted a church in Mozambique. Vor 25 Jahren haben wir auch eine Kirche in Mosambik gegründet. Today, we have many churches throughout the country. Jetzt haben wir mehrere Kirchen überall im Land. We started a church many years ago in Malawi. Wir haben vor vielen Jahren auch in Malawi eine Kirche gestartet. And 2 years ago we started in Harare, Zimbabwe. Und vor 2 Jahren auch in Harare in Zimbabwe. And we also in Pretoria in South Africa. Und auch in Pretoria in Südafrika. And we've really seen the grace of God. Und wir sehen wirklich die Gnade Gottes. Working in people's lives. Wie sie am Leben von Menschen arbeitet. God can do anything that he wants to do. Gott kann alles tun, was er möchte. Nothing is impossible with God. Nichts ist unmöglich bei Gott. Are you ready for the word of God this morning? Seid ihr bereit für Gottes Wort? So just before I share the word, I want to show you a video. Bevor ich etwas weiter sage, möchte ich ein Video zeigen. Because not only do we have churches in all these areas. Weil ihr wisst, wir haben Kirchen überall in diesen Bereichen. We also work with orphan and vulnerable children. Und wir arbeiten aber auch mit Waisenkindern und anderen Kindern in schwierigen Situationen zusammen. So I think it's only right that I show you a few minutes of it. Deswegen möchte ich euch gerne ein paar Minuten was zeigen. Danke. Danke. I stare into the face of a child whose eyes hold a story. I look at the outward appearance and see poverty. Torn clothes, dirty hands and feet, no shoes. But those eyes, they draw me in. I see stories that haven't been told. I see so much life still to be lived. I see hope. The journey of Life Child has been one of a promise. Life Child exists to reach orphan and vulnerable children and to restore communities for generational change. Our mission is to reach out and embrace orphan and vulnerable children within our communities, where we can impact their lives through our children's villages, our schools, early child development preschools, and emergency safety homes, where they receive educational support, health, nutritional support, spiritual development, and social development. With owners of 10 ECD preschools in Kosovo and Samora Michelle in Philippi, where we are reaching the most vulnerable children in the community. Our Life Child preschool provides a safe environment with quality Montessori education for the most vulnerable children from the neighbouring community, along with reaching out and empowering their families. Our emergency safety home accommodates emergency placements of the most vulnerable babies and children from 0 to 8 years old. This is a temporary safe home where Life Child South Africa supports a mother figure, ensuring that quality care and love are provided to the children while social workers conduct further investigations. This is a place of hope where the children can come to learn vital skills in a very safe environment, preparing them for primary school and even a life beyond primary school. You know, in this community, there's no government preschool which can provide these skills to them, so we are giving a chance to these kids. Many of these children come from disadvantaged home situations. Most of the parents, they live for less than $1 a day, but this does not seem to prevent them from learning, nor the teachers from teaching them. This school is integral in its approach. Every single child here not only receives education and quality education, but they also have access to a nutritious meal every day. For many, it's the only meal of the day. The school is a full primary school, and every child is discipled through cell groups that meet every single week.
They additionally have access to skills training through agriculture, animal husbandry, so that we can broaden their opportunities for their future to be a blessing to themselves and also to their families and the greater community. This is a community within the community where vulnerable and orphan children are placed into new families with a house mum, where they can receive long-term care in every aspect of their lives. The village was born out of the tremendous need for a more permanent care and education for children in Zambezia because of the high mortality rates due to HIV, AIDS, malaria and so forth. The Akalawa Children's Village currently educates children from grade 1 through to grade 4. Our residential homes are increasing in number and the village clinic is in operation and is serving all our children and their families in the surrounding communities. LifeChild has responded to the need in Zimbabwe by working with vulnerable children and their families. We believe in the importance of strengthening families by empowering parents to become self-sustainable and equipping them to take care of their own families, contributing to the surrounding communities. In Malawi, we have purchased a beautiful piece of land which will enable us to build a brand new ECD centre. In Mozambique, we are building 2 new classrooms at the Akalawa Children's Village. We've also bought a 150-hectare farm, which will enable us to grow produce. We want to ensure that we can sustain and help many more children through our farming initiative. In South Africa, we're getting ready to buy an additional safety house, which will help us to provide foster care. You might be wondering, how can I be part of this? Well, you could sponsor a child, you can partner with LifeChild, you could become a LifeChild champion, or you could go and visit our projects. Thank you for helping make a difference, one life at a time. Fantastic. Fantastisch. Would you stand for a minute? Let's just stretch your legs. You've been sitting for a long time. The tushies are tired. Come on, let's stand. Aufstehen. And I'm believing for the word of God. I'm going to preach a very short message for about an hour. So ich werde eine ganz kurze Botschaft you do understand English. Nur einer Stunde machen. Ich verstehe ziemlich. No, I'm just kidding. Ich mache nur einen Scherz. But I do believe the word of God. One word from God can change your life. Aber ich glaube an Gottes Wort. Und ich glaube, dass ein Wort von Gott unser Leben verändern kann. The Bible says that His word is a lamp unto my feet. Die Bibel sagt, dass sein Wort wie ein Leucht ist auf unserem Weg. And a light to my path. Und ein Licht auf unserem Weg ist. You know, many people come to me and they say, "What's the formula for a good marriage?" Manche von fragen mich, was ist das Geheimnis von einer guten Ehe? Business people come to say, "What's the formula for running a successful business?" Und Geschäftsleute kommen zu mir und fragen nach, was ist die Formel, damit man ein gutes Geschäft hat? Formula for raising up my children. Oder dass ich meine Kinder aufziehen kann. Or to have a healthy body. Oder dass man einen gesunden Körper hat. So everybody's asking me, what's the formula? Und Leute fragen mich, was ist die Formel dahinter? So I think it's only appropriate. Und ich denke, es ist nur recht. That we look at the biblical formula for life. Dass wir in die Bibel schauen nach einer solchen Formel. Can I give it to you? Kann ich dir das heute geben? All right, you may now be seated. Give somebody a high five and then take a seat. Come on, give somebody a high five. Ein high five und dann and you may be seated. Thank you. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Everybody say the formula. Jeder möchte immer von einer Formel wissen oder ein Geheimnis. I don't know about you, but sometimes we have some funny adverts that come on television. So manchmal gibt's so lustige Werbungen. And 4 years ago, there was an advert on television about a deodorant. Und vor ein paar Jahren gab es so eine Werbung für ein Deo. Do I use deodorant? No, no, I'm just kidding. I'm just kidding. Na ja, ja. Alles in Ordnung. A deodorant is very important to life. Ein Deo ist sehr wichtig im Leben. And so there was this deodorant of these two Chinese mafia groups chasing each other. Und da gab es so eine Werbung von so zwei chinesischen Mafia-Gruppen, die sich gegenseitig verfolgt haben. And they were chasing each other because the one guy had the formula. Und sie haben sich gejagt, weil einer von ihnen hatte so eine Formel. For the deodorant. Für dieses besondere Deo. So there was this huge race throughout the city. Und da gab es so eine riesige Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt. Bullets were flying, swords
balls were flying. Und überall flogen die Kugeln und alles ist drunter und drüber gegangen. And they were shouting, "Where's the formula?" Und sie schreien, wo ist die Formel? Now you gotta do it like that. Ja. Where's the formula? Where's the formula? Wo ist diese Formel? Wo ist diese Formel? Where is the formula? Where is the formula? No, you're doing well. You're doing well. That's good. That's good. Come on, just encourage him. Come on. Kommt, ermutigt ihn ein bisschen, ja? Okay. Today I'm going to give you three formulas. Und heute gebe ich euch drei Formeln. No, in fact, just two. Time is gone. Eigentlich nur zwei, weil wir haben zu wenig Zeit. The first one, y plus n equals impossible. Das erste ist y und n ist unmöglich. In other words, if you just live by yourself and for yourself. In anderen Worten ausgedrückt, wenn es nur um dich geht und für nichts geht, all you'll ever get is yourself. Dann alles, was daraus entsteht, ist, du bekommst nur dich selbst. Because if you only live according to the size of your life, weil wenn du immer nur nach der Größe deines eigenen Lebens dich richtest, and if you only live by what you can think and what you can do, und wenn du nur darauf schaust, als auf das, was du tun kannst und auf das, was du selber denkst, then that'll be the size of your world. Dann wird das auch immer die Größe deiner Welt sein. In other words, you plus nothing, also du und nichts, is impossible. Bedeutet Unmöglichkeit. It's impossible to live the kind of life that God has meant for you and designed for you. Es ist unmöglich, dass du ein Leben lebst, was Gott wirklich für dich vorbereitet hat. Without the author of life. Ohne dass du auch den Urheber des Lebens einlädst. You've never been called to live just for yourself. Du bist nie dazu gerufen worden, dass du nur für dich selber lebst. Or to live in a polarized world. Oder dass du in einer polarisierten Welt lebst. Let me give you an example. Lass mir ein Beispiel dafür geben. Several months ago, six of us climbed up to Base Camp Everest. Vor ein paar Monaten sind eine Gruppe von sechs Leuten von uns auf das Basecamp auf Mount Everest gegangen. And they came to me afterwards and they said, "How did you do it?" Und später sind Leute zu mir gekommen und gesagt, wie habt ihr das gemacht? I said, "We took a helicopter and they dropped us right there." Und ich habe gesagt, sie haben uns mit dem Helikopter einfach hochgeflogen. But it was a good question. Aber es war eine gute Frage. You see, we got there because we had a guide. Wir sind dorthin gekommen, weil uns jemand hingeführt hat. We eventually had three guides. Wir hatten eigentlich drei Leute, die uns geführt haben. But on the first day, as we were walking through the dense forest and up the rocky outcrops. Aber die ersten Tage sind wir durch diesen Wald gegangen und dann über die Felsen. The guy turns to me and he says, "See those two people walking there?" Und einer dreht sich zu mir und sagt, siehst du die zwei Leute, die da vor uns gehen? He says, "They're going the wrong way." Die gehen den falschen Weg. He says they don't have a guide. They have no one showing them. Das waren zwei andere, die haben keinen Führer gehabt. Die sind irgendwo hingegangen. They think they are on the right road. Sie haben sich gedacht, sie sind auf der richtigen Strecke. But we know. Aber wir wissen. Because we've been where we want to go. Weil wir wissen, wo wir hingehen wollen. And we know they're going the wrong way. Und wir wissen, dass die den falschen Weg gehen. So I shouted at them. So habe ich sie ihnen zugerufen. Because I'm an African, I've got loud voices. Weil ich komme aus Afrika, ich habe eine laute Stimme. That's right. Das stimmt so. Hey! Ich habe gesagt, hey, you're going the wrong way. Ihr lauft den falschen Weg. That's amazing how much authority you can have when you got somebody who knows where they're going. Es ist unglaublich, was für eine Autorität du verspürst, wenn du weißt, was der richtige Weg ist. Fortunately, they listened to the voice. Sie haben uns hier angehört. They turned around and they came down. Sie sind umgedreht, sie sind heruntergekommen. And they followed us on the right path. Und sie sind dann mit uns auf dem richtigen Weg gegangen. There was another occasion on this climb. Und da gab es einen anderen Vorfall während diesem Klettern. In fact, we had already reached Base Camp Everest. Wir hatten gerade eben dieses Base Camp erreicht. We had begun to descend to sleep at the night after Everest. Und wir sind schon wieder beim Abgang gewesen, um dann zu schlafen in der Nacht. It was still over 5,000 meters, 16,400 feet. Es waren noch immer über 5,000 Meter. And what had happened is a cyclone had hit the whole of India. Und was ist dann gewesen? Da gab es diesen Zyklon, der Indien betroffen hat. And the tail end of the cyclone hit the Himalayas. Und so der Schwanzende von diesem großen Zyklon hat die Himalaya gestriffen. And that morning, as we got up, und an dem Morgen, als wir aufgestanden sind, we saw that the whole place had been snowed in. Haben wir gesehen, dass alles zugeschneit war. Now you must understand, my youngest daughter is 29. Du musst verstehen, meine jüngste Tochter ist 29 Jahre alt. She had never seen snow. Sie hatte noch nie Schnee gesehen. So she just fell in the snow and she went absolutely crazy. So sie ist direkt in den Schnee gesprungen und ist vollkommen verrückt geworden. See, that's what happens when you live in Africa. You don't have to see snow. Das passiert so, wenn man in Afrika lebt. Da sieht man keinen Schnee. Beautiful beaches. Einfach ein schöner Strand, immer Sonne da. But let's focus on the word of God. Aber lass uns auf Gottes Wort konzentrieren. But what was the reality with that snowstorm? Aber was war die Realität von diesem Schneesturm?
that the confidence we had on walking on the path that we could see, ist, dass vorher konnten wir unseren Weg sehen. We could no longer see the path. Wir konnten aber jetzt nicht mehr diesen Weg sehen. And I felt immediately insecure. Und ich habe mich sofort unsicher gefühlt. I thought, how do we get down this mountain? Ich habe gesagt, wie schaffen wir this da jetzt dangerous den mountain. Berg herunter zu? Das ist extrem gefährlich hier. But suddenly I felt confident because I realized we've got three guides. Aber dann habe ich plötzlich wieder Zuversicht gewonnen, weil ich mich erinnert habe, they wir haben drei Leute, die uns anführen. Go. Weil die haben gewusst, wo wir hingehen sollen. They know how to get there. Sie haben gewusst, wie wir dort we hinkommen. Were down und wir sind dann diesen gefährlichen Weg hinuntergegangen. By myself it would have been impossible. Alleine wäre das unmöglich gewesen. You gotta listen carefully. Du musst genau zuhören. The life that God called you to live, in the natural it is impossible. Das Leben, wozu Gott dich berufen hat, ist mit den natürlichen Möglichkeiten unmöglich. It's an impossible life. Das ist einfach ein unmöglich zu erreichendes Leben. But I can tell you now, with Jesus, anything is possible. Aber ich kann dir sagen, mit Jesus ist alles möglich. And we're walking down this impossible, dangerous path. Und wir sind diesen schwierigen, wirklich unmöglichen Weg hinuntergegangen. And my Sherpa turns to me. Und mein Sherpa dreht sich zu mir. He says, "You see that man walking there by himself." Und er sagt, seht ihr da, da geht, läuft einer alleine herum. If he keeps walking that way, wenn er da weitergeht, he's going to walk right off the edge of the cliff. Dann fliegt er direkt die Klippe runter. I didn't even wait. Just, hey! Ich habe gar nicht gewartet. Ich habe wieder gerufen. You're going the wrong way. Hey, du laufst den falschen Weg. You see, in life, people are going the wrong way. Wisst ihr, im Leben laufen Leute den falschen Weg. And everybody just leaves them. Und jeder just lässt die einfach laufen. People are just doing their own thing and going nowhere slowly. Leute machen einfach ihre eigene Sache und gehen einfach weiter. And everybody just leaves them. Und jeder lässt sie in Ruhe. The Bible tells me that Jesus leaves the 99 to find the one lost sheep. Aber in der Bibel lesen wir, dass Gott die 99 Schafe verlassen hat, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. Because it's not his will that any should perish. Weil er möchte, dass keiner verloren geht. It's not his will that anyone falls over the cliff of the edge of life. Er möchte nicht, dass irgendjemand die Klippe herunterfällt in seinem Leben. So I shouted. So habe ich gerufen. Going the wrong way. Du gehst den falschen Weg. I'm so glad he listened to my voice. Ich war einfach so glücklich, dass er auch zugehört hat. He turned around and followed us. Dass er sich umgedreht hat und uns mit uns mitgegangen ist. See, do you know why we reached Base Camp Everest? Wisst ihr, warum wir es geschafft haben, aufs Base Camp zu kommen? You want to know why we were able to make it all the way back? Wisst ihr, warum wir es geschafft haben, dann den ganzen Weg auch zurückzugehen? Because we followed instructions. Weil wir den Anweisungen Folge geleistet haben. We had a map. Weil wir auch eine Karte hatten. Weil wir einen Leiter hatten. We followed someone. Who has been where we wanted to go? Gefolgt, der auch gewusst hat, wo wir eigentlich hin sollten. So the result was possible. So der dadurch wurde überhaupt das Resultat erst möglich. You see Anthony? You see Anthony? That's me. Das ist bin ich. No, me, not you. Ja. Anthony. Anthony. Plus the Sherpa. Und der Sherpa. Equals destination. Bedeutet, dass man Ziel erreicht. Equals safety. Bedeutet Schutz. Equals possibilities. Bedeutet Möglichkeiten. Here's a picture of my daughter and I, my 29-year-old daughter on Base Camp Everest. So, now, das ist ein Bild von mir und meiner Tochter, wo wir am Base Camp sind. We're just showing off a little bit. Und wir geben da nur ein bisschen an. But actually, if it wasn't for those Sherpas, we would never have stood there. Aber eigentlich, wenn wir nicht diese Sherpas bei uns hatten, dann wären wir dort nie gestanden. Now, why have I taken the time to tell you this? So, warum habe ich jetzt die Zeit genommen, euch davon zu erzählen? Psalm 61, verse 2 says this. Psalm 61:2 sagt: From the ends of the earth I call to you. Von den Enden der Welt rufe ich dich. Now just stop for a minute. Und lass uns da kurz für einen Moment innehalten. I don't care how far you are from God. Ich weiß nicht, wie weit du von, egal wie weit du von Gott weg bist. You go like, I've run so far away from God. Du sagst, ich bin so weit weg von Gott weggelaufen. I don't know how far you are from God. Ich weiß das nicht. I don't care how far you've run away. Und es ist mir auch egal. Doesn't matter how far away you might think you are. Denn es ist egal, wie weit du denkst, dass du bist. You can still call out to him today. Du kannst heute noch immer anrufen. It is not too late. Es ist nicht zu spät. You see, in 1983. Wisst ihr, 1983? I was the national karate champion of our nation. War ich was? I was the national karate champion of our country. Also war ich der nationale Karate Meister von Südafrika. You don't believe me? Glaubst du mir nicht? Okay, I'll show you. No. So, ich kann es euch beweisen. The point is, I was successful in myself. Der Punkt ist, ich war in mir selber sehr erfolgreich. But I was far from God. Aber ich war weit von Gott weg. I was empty on the inside. Ich war leer in mir drinnen. Even when I won trophies and won medals, I still felt lost. Selbst als ich diese ganzen Pokale gewonnen habe, Medaillen hatte, ich habe mich noch immer sehr verloren gefühlt. And Psalm says, doesn't matter how far I am, the ends of the earth, I can call to you. Und Psalm spricht hier und sagt, auch wenn du von
Ende der Welt, am Ende der Welt bist, rufe ich dich noch immer. It says, when my heart is overwhelmed and weak. Wenn mein Herz voll überkommen ist und schwach ist. Doesn't matter how overwhelmed you might feel and how weak you might feel right now. Manchmal fühlt man sich einfach so, man fühlt sich vollkommen überkommen in der eigenen Schwäche. This next part is very important. Dieser nächste Teil ist so wichtig. It's not like, well, I'll do it my own way, I'll find my own route, I will find my own destination, Listen, I am master of my own life. Es ist nicht heute die Botschaft, dass man sagt, ich finde meinen eigenen Weg, ich finde mein eigenes Ziel, ich finde mein eigenes Leben, ich bin der Herr meines eigenen Lebens. If you live for yourself, all you'll get is yourself. Wenn du einfach nur nach dir selber suchst, dann alles, was du finden wirst, ist dich selber. But if you will do this next part, aber wenn du den nächsten Teil machst, not only will you experience what you can do, but you'll experience all that he can do. Wirst du nicht nur dich selber leben, sondern wirst auch nur das erleben, was er alles für dich machen kann. He says, lead me to the rock that is higher than I. Dann steht da, führ mich zu dem Felsen, der höher und größer ist als ich selber. The Amplified Version says, a rock that is too high to reach without your help. Oder in der anderen Übersetzung heißt es auch, den Felsen zu erreichen, den ich selber aus eigener Kraft nicht erreichen kann. This place that God has for me, I cannot get there by myself. Diesen Ort, den Gott möchte, dass ich ihn erreiche, ich schaffe es nicht selber, ihn zu erreichen. I need his instructions, I need his leadership. Ich brauche seine Anweisungen, ich brauche seine Leiterschaft. You see, you plus Jesus, du plus Jesus equals anything is possible. Bedeutet, alles ist möglich. Philippians 4, verse 13 says, wie wir in Philipper 4, 13 lesen, I can do all this through him who gives me strength. Ich kann alles durch den, der mir die Kraft gibt. He gives you the strength. Er gibt dir die Stärke. He gives you the capacity. Er gibt dir die Fähigkeit, Kraft. We're going to see something very powerful in Ephesians chapter 3 in a minute. But then it says this in David's, David says in Psalm 23, worship team can come up. Der König David sagt auch in Psalm 23. David said, the Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. David is a king, a successful king. He's wealthy. He's got everything he needs. He can be absolutely self-sustainable. König David war ein großartiger König. Er hatte unglaubliche Erfolge und er stand wirklich auf seinen eigenen Füßen. He was a great battle warrior. Er war ein echter Krieger. He was a wealth creator. Er war jemand, der Wohlstand geschaffen hat. But he says, the Lord is my shepherd. Aber er sagt trotzdem, der Herr ist mein Hirte. What does a shepherd do? He feeds, he guides, he shields you. Was macht ein Hirte? Ein Hirte kümmert sich um dich, er führt dich an, er beschützt dich. And because he's my shepherd, I shall lack no good thing. Und weil er mein Hirte ist, wird mir nichts fehlen. He lets me lie down in green pastures. Er erlaubt, dass ich auf grünen Wiesen liege. He leads me. Er führt mich. Besides the still and quiet waters. Neben den ruhigen Wasser. He refreshes and restores my soul. Er erfrischt und erstellt meine Seele wieder her. He leads me. Er führt mich. In the path of righteousness for his name's sake. Auf dem Weg der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Even though I walk through the sunless valley of the shadow of Vienna. Auch wenn ich durch das Todestal gehe hier in Wien. No, sorry, of death. He says, doesn't matter where I walk, where I go, doesn't matter how bad it might look. Er sagt, egal wo ich gehe, egal wie schlimm es auch ausschaut. I fear no evil. Fürchte ich mich nicht. Not because of my own strength, not because of my own capacity. Nicht wegen meiner eigenen Kraft und meiner eigenen Stärke. You, oh God. Denn du bist Gott. You are with me. Und du bist bei mir. What does he do to protect? Was macht er? Er schützt mich. Your rod protects me. Dein Stab schützt mich. Your staff guides me. Dein Stab leitet mich. You comfort and console me. Denn du tröstest mich. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. You anoint and refresh my head with oil. Du salbst mein Haupt mit Öl. My cup overflows. Mein Becher fließt über. If you just do what you can do, all you'll ever get is what you can do. Wenn du einfach nur das tust, was du tun kannst, wirst du nur das tun können, was du tun kannst. But when he leads you, when he guides you, when he fills you, when he overflows because of who he is. Aber wenn du dich von ihm leiten lässt, wenn du dich von ihm stärken lässt, dann fließt dein Becher über, mehr als du kannst. Listen what David says, surely goodness and mercy. Und dann sagt David, wahrlich Güte und Gnade. An unfailing love. Und eine unversagbare Liebe. Shall follow me all the days of my life. Wird mich alle Tage meines Lebens begleiten.
What follows your life? Was folgt deinem Leben? What comes after your life? Was kommt in deinem Leben? Whatever is the fruit of your life. Was auch immer die Frucht deines Lebens ist. Is totally dependent on who and what you follow. Du musst immer darauf achten, wem du folgst. If you follow your agenda, you get your agenda. Wenn du deinen eigenen Plänen folgst, dann wirst du deine eigenen Pläne bekommen. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. No one comes to the Father but by me. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Can you just close your eyes and bow your heads for a minute? Können wir uns kurz unsere Augen schließen, unsere Köpfe beugen? I'm going to share with you one more formula after this and we finish. Ich möchte noch eine Formel mit euch teilen, bevor wir abschließen für heute. But I just have a sense right now God is doing something in some people's hearts. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach Gott heute an den Herzen von Menschen arbeitet. I know nobody here really except Ilana. Ich weiß, dass niemand hier außer Ilana. I don't know any of you sitting in the auditorium. Also ich kenne niemanden von euch außer Ilana. Niemand. Even on the worship team. Ich kenne niemanden hier im Worship Team. But God knows you. Aber Gott kennt euch. The Bible says it like this in Revelation 3 verse 20. Und die Bibel sagt uns in Offenbarung, that God 3, comes 20, to stand at the door of your heart and he knocks. Dass Gott zum Tür unseres Herzens kommt und er klopft an. And he says if anyone hears my voice and opens up. Und er sagt, wenn irgendjemand meine Stimme hört und sich mir öffnet. He says I'll come in. Dann werde ich eintreten. I don't know if you're I got no idea where you are. Ich weiß nicht, wo du stehst. But God knows exactly who you are and where you are. Aber Gott weiß, wer du bist und wo du stehst. And you are not too far away. Und du bist nicht zu weit weg. That you cannot call on him. Aber du kannst ihn nicht rufen. Why don't you call on him this morning? Aber warum rufst du nicht heute? Call out to him today. Warum rufst du ihn nicht heute an? While your head is bowed, your eyes are closed. Dann lass uns bitte unsere Augen schließen. Why don't we open our hearts this morning? If you are far from God, lass uns heute unsere Herzen öffnen, wenn du weit weg bist. In your heart, in your mind, call out to Him. In deinem Herzen, in deinem Verstand, ruf aus zu ihm. And you can pray this prayer in your heart right now. Und du kannst dieses Gebet jetzt in deinem Herzen sprechen. Jesus, I know. Dass du sagst, Jesus, ich weiß. That you know. Dass du weißt. How far away I am. Wie weit ich weg bin. I've lived my life without you. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt. But from today. Aber von heute an. I want to live for you. Möchte ich für dich leben. I want to live with you. Ich möchte mit dir leben. Today, Herr, heute, forgive me of my sins. Vergib mir meine Sünden. Cleanse me today. Reinige mich. I surrender everything to you today. Ich lege heute alles in deine Hand. Lift me up to the high place. Heb mich heute hoch. Take me to the high rock. Nimm mich heute auf diesen hohen Felsen. Let me see what you see. Lass zu, dass ich sehe, was du siehst. I release my life to you, Lord. Ich lege mein Leben heute in deine Take Hand. Take full control. I pray. Nimm volle Kontrolle ein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Every head bowed, every eyes closed. Lass uns alle unsere Köpfe beugen. I'm not asking you to stand or anything, but I just want to know that I know that God did something in your life. Und wenn du weißt, dass etwas Gott in deinem Leben getan hat. If you prayed that prayer, you can slip your hand up high and say, Anthony, that was me. You can put it down again. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann just say, I prayed that prayer. Heb nur kurz deine Hand, dass ich weiß, dass du dieses Gebet gebetet hast. Thank you, thank you. Dankeschön. Yes to God. Dankeschön. Danke. Thank you. Yes to, come on, let's encourage all those people who said yes to Jesus today. Lass uns heute ermutigen alle, die Jesus gebetet haben. Come on, let's believe for that. I have got 9 minutes. Ich habe 9 Minuten noch. I'm going to show you. Ich werde euch zeigen. The formula for acceleration. Die Formula, damit du einfach in Geschwindigkeit zunimmst. For growth and acceleration in your life. Für Wachstum in deinem Leben. And the life of this church. Und das Leben von dieser Kirche. Are you ready for it? Bist du bereit dafür? All right, quickly. It says in the book of Acts, chapter 2. Schnell, es steht in Apostelgeschichte 2. Because Y plus S equals acceleration. Weil du und S bedeutet Fortschritt. You plus the Holy Spirit. You plus the Spirit. Und der Heilige Geist bedeutet Fortschritt. It says when the day of Pentecost came. Das heißt, als der Pfingsttag kam. They were all together in one place. Waren sie alle zusammen versammelt an einem Ort. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. Plötzlich klang es so, als würde ein unglaublicher Wind vom Himmel kommen. And filled the whole house where they were sitting. Und dieser Wind erfüllte das gesamte Haus, in dem sie saßen. And they saw what seemed to be tongues of fire. Und sie sahen etwas, was ausschau wie Zungen von Feuer. Everybody say Feuer. Feuer. Come on, fire. Feuer.
It says that separated and came to rest on each of them. Und die Flamme teilte sich und ruhte auf einem jeden von ihnen. See, the fire did not come from themselves. Das Feuer ist nicht aus ihnen selber herausgekommen. It came from heaven. Sondern es ist aus dem Himmel gekommen. So whatever God has for you will be good for you. So was immer Gott für dich vorbereitet hat, ist etwas Gutes für dich. And I want you to notice that no one was left out. Und ich möchte, dass du siehst, dass auch niemand zurückgelassen wird. Whoever was there, wer immer auch dort war, received it. Hat das auch für sich empfangen. Everyone who is here, jeder der heute hier ist, can experience today the fullness of God for their lives. Kann heute erleben, wie er einfach das volle Leben genießen kann. Can experience everything that God has for you in this moment. Und all das nehmen kann, was Gott für ihn vorbereitet hat. It goes on to say that all of them. Und es heißt dann an dieser Stelle alle von ihnen. Come on, everybody say all of them. Lass uns sagen, alle von ihnen. Which means no one was left out. Das heißt, niemand wurde zurückgelassen. Right at the back, no one's left out. Niemand, auch right die at Leute the back, hinten, in the middle, yeah, no one's left Mitte, out. Die vorne sitzen, hinten. It says all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Das heißt, alle, die dort waren, wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und begannen, as the Spirit enabled them, andere Sprachen zu sprechen, so wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Okay, watch this carefully. I want to give you an illustration. Lass uns kurz, ich möchte kurz das zeigen, demonstrieren. You see, fire. Ihr seht, Feuer. Needs three components for it to work. Bedeutet, es braucht drei Komponenten, damit Feuer überhaupt funktionieren kann. I want to be a picture of a forest fire there. Ich möchte for there to be a forest fire and like that. Das ist ein Feuer zum Beispiel hier in einem Wald. It needs oxygen. Es braucht Sauerstoff. It needs fuel. Es braucht eine Nahrung. And it needs heat. Und es braucht Hitze. Heat is the power. Hitze ist die Kraft. Fuel. Dass die Nahrung des Feuers ist für mich ist ein Hunger danach. Let me just say this: people who are hungry for God get the attention of heaven. Lass uns sagen so: wenn jemand Hunger nach Gott hat, wird Gott auf ihn aufmerksam werden. Blessed are the thirsty, for they shall be. Gesegnet. Those who are hungry and thirsty shall be filled. Also Jesus hat gesagt: gesegnet sind die, die Hunger haben, denn ihr Hunger wird gestillt werden. You see, in a forest fire, und in einem Waldbrand. If there is a forest fire that is out of control, like it is in California right now, if you watch the news. So, wenn es einen Waldbrand gibt, der vollkommen außer Kontrolle gerät, wie wieder mal in Kalifornien jetzt gerade. The firefighters, the only way they're going to try and stop this fire. Das einzige, was sie machen können, die Feuerwehrmänner, is if they create a backburn. Ist, wenn sie einen, wenn sie es ausbrennen lassen. So, if the fire is coming this way. So, wenn der Feuer auf diese hinzukommt. They look at where the fire is going. Und dann schauen sie nach, wo das Feuer hingeht. And they go ahead of the fire. Und sie kommen schon früher als das Feuer. And they burn a portion of the forest that is ahead of the wildfire. Und sie brennen schon einen Teil des Waldes vorsorglich nieder. Backburning involves starting small fires along a man-made or natural fire break. Und dafür muss man also sozusagen kleine Abschnitte schon Feuer erzeugen. In front of the main fire front. So dass man da der Hauptfeuerfront schon zuvorkommt. So backburning reduces the amount of fuel. Und dieses im Vorausverbrennen nimmt die Nahrung, that is available for the main fire. Die sonst das Feuer ernähren würde. So watch this. When the fire is coming, also passt auf, wenn das Feuer kommt. The fire needs fuel. Braucht diese Feuer, das Feuer regelmäßig for the fire Nahrung. To continue, it needs something to burn. Es braucht etwas, damit es die Flamme aufrechterhalten kann. Seid ihr hier? I know Austrians are very clever. Ich weiß, die Österreicher sind ja ganz intelligente Menschen. And the devil knows that for the fire of God to keep burning, it needs fuel. Und der Teufel weiß das auch natürlich, dass wenn das Feuer von Gott weiterbrennen muss. And just like muss, in the natural, they try and kill the potential of what could be by creating a backburn. Braucht es, und deswegen passiert das auch eben, dass schon versucht wird, im Kleinen das zu zerstören, dass überhaupt ein Hunger aufkeimen kann. Because they know that when the fire comes here, denn wenn dann das Feuer kommt, there's nothing left to burn. Gibt es nichts mehr, was brennen kann. And that'll be the end of the fire. Und das ist das Ende des Feuers. Remember, a fire needs fuel. Erinnert euch daran, ein Feuer braucht regelmäßige Nahrung. Take away the fuel and you kill the fire. Nehm die Nahrung weg und das Feuer stirbt. In the equation of a kingdom life. Und wenn wir das jetzt übersetzen, unser Leben mit Gott. You are the fuel. Du bist die Nahrung. In this equation. In diesem Leben, in diesem Setting. And the fire of God is coming here to Vienna. Und das Feuer Gottes kommt nach Wien. The Spirit of God is coming here to Vienna. Der Geist Gottes kommt nach Wien. And let me tell you something, the devil knows it. Und lass mich sagen, der Feind weiß das auch. So the devil jumps ahead and he wants to create a backburn in your life. Deswegen kommt der Teufel früher, versucht schon die Nahrung zu zerstören. He jumps ahead in your circumstances. Er kommt hinein in dein Leben. And he lights fires of disappointment. Und es gibt Feuer von Enttäuschungen. Fires of doubt. Feuer von Zweifel. Fires
fires of discouragement. Feuer von Entmutigungen. Let's light fires of sickness and loss. And Feuer von Krankheiten. Fires of unforgiveness. Und Unvergebenheit. Fires of hopelessness. Feuer von Hoffnungslosigkeit. Because the fuel is faith, the fuel is hope, the fuel is a confidence in who God is and His Word and a belief in Him. Denn die Nahrung ist Glauben und eine Zuversicht in dem, wer Gott für einen ist. It's no good if the fire of God comes and there's no fuel to burn. Und es ist wirklich eine traurige Sache, wenn das Feuer kommt und es gibt keine Nahrung. That's why Paul the Apostle said in 1 Corinthians 13, verse 13. Deswegen sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, 13. In these three abide. In dem. Faith, hope and love. Und deswegen bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Maybe somebody here today, the devil has got into you. He's created a backburn in your life. Vielleicht spürst du, dass der Teufel einfach so diese Verbrennungen gemacht hat in deinem Leben. With your hope. Und er zerstört die Hoffnung. He's messed with the fuel of faith. Er zerstört die Nahrung des Glaubens. And the result has been stunted growth and momentum. Als Resultat gibt es einfach ein Wachstum, das zurückgeht. Let me tell you today, the devil has tried. Aber lass mir dir heute sagen, der Teufel hat es versucht. But he's maybe only partially succeeded. Aber er hat nur einen Teilerfolg gehabt. Because the Bible tells us. Weil uns sagt die Bibel. That the same Spirit that raised Christ from the dead. Dass dasselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dwells within me. In uns lebt. And quickens my mortal body. Und er uns wieder Kraft gibt. Let me tell you why. You're going to move to the next building. Lass mich dir sagen, warum wir als Kirche in das nächste Gebäude gehen. Let me tell you why many people come to Christ through this church. Und lasst mich sagen, warum viele Leute Jesus durch diese Kirche finden. Let me tell you why the fire of God is going to accelerate through the city. Und warum das Feuer von Gott sich in dieser Stadt ausbreitet. Ephesians chapter 3 verse 20 says. In Epheser lesen wir. Now to him who is able. Denn der fähig ist. To do immeasurably more. Unglaublich viel mehr zu geben, als wir bitten oder uns vorstellen können. You gotta get this. God is able. Lass zu, dass du das heute verstehst. Gott hat die Fähigkeit, ein unvorstellbar, du kannst es nicht vorstellen. Mehr als du jemals denken kannst. Mehr als du träumen kannst. Any limitation you might think. Listen, God is more than able to do more than anything you could ever. Jede Grenze, die du denkst, dass es geben könnte, Gott überschreitet diese Grenze. According to his fire, according to his spirit that is at work within us. Nach seiner Kraft, nach seinem Geist, nach seiner Geist, die in uns arbeitet. So as we close this morning. So wenn wir heute hier schließen. Let's pray for the fire of the Holy Spirit. Lass uns für das Feuer des Heiligen Geistes beten. The first formula was you need to have an encounter with Jesus. Das erste ist, dass wir ein Erlebnis mit Jesus haben. Jesus needs to be leading you and guiding you. Jesus muss uns führen, er muss uns anleiten. He said, "My sheep hear my voice and follow me." Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. He can take you to the higher place. Er führt uns zu dem höheren Ort. He's your leader, he's your shepherd, he's your guide. Er ist dein Hirte, er ist dein Führer. But he doesn't leave us without power. Aber er lässt uns nicht einfach ohne Kraft in Stich. He said to go away to Jerusalem and you will receive power. Er hat es seinen Jüngern gesagt, geht nach Jerusalem und dort werdet ihr die Kraft empfangen. When the Holy Spirit comes upon you. Wenn der Heilige Geist auf euch fällt. Now you gotta see this. Lasst uns zusehen, dass wir das sehen. In Acts chapter 2. In Apostelgeschichte 2. They're all waiting for the Holy Spirit. Warten sie dann dort in dem Raum auf den Heiligen Geist. They knew they needed the Holy Spirit. Sie haben gewusst, sie brauchen diese Kraft. Those disciples knew exactly what was needed. Diese Jünger haben genau gewusst, was nötig ist. And they're waiting. Und sie sind dort gewesen und sie haben gewartet. And because they were expectant and hungry. Und weil sie einen solchen Hunger hatten und eine Erwartung hatten. They were not arrogant. Sie waren nicht arrogant. And they weren't just trying to do their own thing. Und sie haben nicht nur versucht, nach außen schön zu sein. No, we need the Holy Spirit. Nein, sie haben wirklich gesagt, wir brauchen diese Kraft. And it says they were all filled with the Holy Spirit. Und es heißt dann, sie wurden alle gefüllt von dieser Kraft. Now that's a very powerful chapter. Und das ist wirklich ein starker Thousands come to Christ. Kapitel, wo dann Tausende von Leuten an dem Tag gerettet werden. But then Acts chapter 3 came. Und dann Apostelgeschichte 3 lesen wir. The devil saw what happened in Acts chapter 2. Der Teufel hat gesehen, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist, und der ist nach vorne gesprungen. And what did he start? Und was hat er angefangen zu tun? Come on, what did he start? Was hat er gemacht? A backburn. Er hat angefangen, diese kleinen Verbrennungen zu machen. A backburn of persecution. Und zwar er hat Verfolgung in die Kirche gebracht. Suffering. Und Leiden in die Kirche Difficulties. Gebracht. Und Loss. Schwierigkeiten, Versagen. You name it, it began to happen. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist es plötzlich hereingebrochen. Now, the disciples could have fallen apart completely at that stage. Und die Jünger hätten an diesem Zeitpunkt einfach aufgeben können. But Acts chapter 4. Aber Apostelgeschichte 4 lesen I wir. Close with this. Da sehen wir dann.
In Acts chapter 4. Apostelgeschichte 4. They go to Jesus. Kommen sie zu Jesus. They say, Lord, you see what's happening. Und sie sagen, Herr Jesus, du siehst, was passiert ist. You see the accusation. Du siehst diese Anschuldigungen. You see the violence that's been happening. Du siehst die Gewalt, die auf uns reinbricht. Du siehst alle you know Dinge. All things. Du weißt alles, Gott. We cannot live without you. Wir können ohne dich nicht mehr leben. We need your fire, God. Wir brauchen dein we Feuer, will just Gott. Choose to believe you. Wir haben gesagt und entschieden, wir glauben dir. Cry, say, God, give us boldness. Und wir sehen in der Bibel, sagen sie dann, gib uns Mut. Und als sie gebetet haben und den Herrn gesucht haben, this is the building which we were meeting was shaken. Sehen wir dann, das Gebäude, wo sie sich versammelt haben, wurde erschüttert. Und ich glaube, es ist okay, dass Gott manchmal Dinge richtig durchschüttelt. God needs to shake up some things in our lives. Dass er ein paar Sachen durchschüttelt in unserem Leben. Because I know the Germanic way. Weil ich weiß, dass ich kenne den deutschen Weg, dass man einfach gerade läuft. Whatever that means. Was immer das bedeutet. You get things done. Man versucht Dinge zu erledigen. Disciplined. Und ist diszipliniert dabei. But the truth is, aber die Wahrheit ist, we're gonna have to depend on him. Wir müssen uns auf ihn verlassen. We're gonna need his fire. Wir brauchen seine Kraft. Because what he wants us to do is immeasurably more than we could ever think, dream or imagine. Denn das, was er durch uns tun will, ist viel mehr als das, was wir uns jemals vorstellen können. Vienna is yet to see. Wien wird noch. But God will do. Etwas sehen, und zwar was Gott tun kann. With a man and a woman, mit einem Mann, mit einer Frau, who is totally yielded to him. Wer wirklich sich vollkommen ihm hingegeben hat. Let go. Lass einfach los. Let God. Lass Gott Gott sein. Let go. Lass los. If you're trying to control it, dass du versuchst, die Kontrolle zu behalten und die Dinge selber zu erzwingen. Have your way, Jesus. Sondern sag zu, lass einfach, mach das, was du willst, so everybody Jesus. Just bow your heads right now. We are finished, but right now the Holy lass Spirit is here. Lass uns einfach kurz unser Kopf beugen. Maybe you in Acts chapter 2 you've never been filled with the Holy Spirit. Vielleicht bist du heute in Apostelgeschichte 2, du wurdest noch nie erfüllt vom Heiligen Geist. Maybe in Acts chapter 4. Vielleicht bist du in Apostelgeschichte 4 gerade. And you've been filled with the Spirit, but you've gone through things. Und du bist erfüllt vom Heiligen Geist, aber du hast Dinge durchgemacht. The devil has created backburns of circumstances in your life. Der Teufel hat Verbrennungen hinterlassen in deinem Leben, in Situationen deines Lebens. And you say, come Holy Spirit. Und du sagst, komm Heiliger Geist. Just when you see it, just reach out to the Holy Spirit. So wenn du das siehst, dann reach out to the Lord. Strecke dich einfach aus. Access into your world. Give him room to move. Lass zu, dass du Raum hast, auszubreiten und sag einfach, Heiliger Geist, hab du einfach, mach das, was du willst. Mach du, was du willst in meinem Leben. Holy Spirit, have your way. Heiliger Geist, mach, was du willst in diesem Ort heute. Fire of heaven. Lass das Feuer des Himmels einfach. Come on, let's worship him today. Lass uns heute Gott anbeten.